Hallo erstmal, tada! 1000 Abonnenten Spezial. Hier ist der Florian von Flo Fährt. Herzlich willkommen. Ich bin hier in meinem Urlaub in Hurghada, wunderschön, im Pool. Und ich dachte mir, 1000 Abonnente, das ist ein Grund, das Ganze zu unterbrechen und euch einen kleinen Film rauszubringen. Was heißt unterbrechen? Ich bin ja immer noch im Urlaub. Naja, auf jeden Fall, 1000 Abonnenten habe ich, das freut mich total. Ich zeige auch gleich, wie es weitergeht bei meiner Eisenbahnanlage. Und wenn ihr das sehen wollt und wenn ihr auch sehen wollt, was ich am Schloss Bran gemacht habe, dann müsst ihr dranbleiben nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Naja, bevor es aber richtig losgeht, wollte ich noch mal ein bisschen was sagen. Also ich habe 1000 Abonnenten, das freut mich natürlich riesig. Hatte ich ja vorhin im Intro schon gesagt. Ist auch nicht selbstverständlich. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass so viele Leute sich für meine Eisenbahn interessieren. Gut, ich weiß, es gibt auch ein paar Leute, die interessieren sich gar nicht so richtig für meine Eisenbahn. Aber das macht mir ja nichts. Und ich weiß, es gibt auch ein paar Leute, die sich dafür interessieren und den Kanal nicht abonniert haben oder die Glocke gedrückt oder sonst irgendwas. Da habe ich mich ja auch gefragt, soll ich das mehr propagieren? Also soll ich mehr hergehen und sagen, oh, drückt die Glocke, abonniert den Kanal, hinterlasst tolle Kommentare oder so. Aber eigentlich habe ich mich dagegen entschieden, weil jeder, der zuguckt und auf YouTube sich rumtreibt, weiß das im Prinzip. Und fast alle sagen es einem auch. Und da dachte ich mir, dann muss ich es eigentlich nicht auch noch sagen. Aber klar, wenn ihr wollt, drückt die Glocke. Aber die meisten haben sie eh schon gedrückt. Oder abonniert einen Kanal, gebt ein Like, wenn ihr es mögt. All sowas. Ich werde es jetzt nicht jedes Video wiederholen, so wie das viele andere machen. Ich werde auch keine lustigen Einblendungen machen, wie das viele andere machen. Wo man Like drücken kann oder so. Das halte ich nämlich gar nicht für so wahnsinnig wichtig. Man kann trotzdem 1000 Abonnenten kriegen, habe ich festgestellt. Also insofern, vielleicht hätte ich ja dann schon 1100, wer weiß. Aber im Prinzip ist das ja auch nicht wahnsinnig wichtig. Also zumindest mir nicht so extrem wichtig. Dem YouTube-Algorithmus ist es natürlich viel wichtiger. Das ist klar. Aber ich lasse mich ja von dem YouTube-Algorithmus nicht irgendwie versklaven. Der ist zwar da und ich weiß davon und ich weiß auch ungefähr, was der gerne hat, aber naja, ich sag mal, ich mache das Ding ja eigentlich für die Leute, die es wirklich interessiert, und die es interessiert, die werden das Ding auch abonnieren, und wenn nicht, dann wird es nicht so sehr interessieren. Es gibt ja viele Eisenbahnkanäle und gar nicht so viele Eisenbahnleute. Also ich merke in letzter Zeit, dass ich kaum hinterherkomme, die Filme, die mich eigentlich schon interessieren, noch alle anzugucken. Geschweige denn, da tausendmal einen Kommentar drunter zu schreiben. Bei manchen Leuten mache ich das, aber bei manchen komme ich einfach nicht dazu, weil ich feststelle, oh, jetzt ist der Film auch schon wieder eine Woche alt und jetzt gucke ich ihn an, da muss ich jetzt nichts mehr drunter schreiben. Also das geht mir ganz oft so, dass ich es nicht gleich merke. Obwohl ich ja bei vielen auch die Glocke aktiviert habe. Aber das sind dann schon wieder so viele, dass ich mir das dann angucke. Aber wenn ich dann mal einen Tag wieder nicht im Internet war oder so, also auf YouTube, und dann mache ich das Ding auf, dann sind halt 30 neue Filme da oder so. Und die gucke ich dann natürlich nicht alle an, weil ich ja dann auch keine 2 Tage am Stück Zeit habe, um irgendwelche Filmchen anzugucken. Naja, so ist es und so geht es sicher den Leuten, die meinen Kanal ja abonniert haben, auch. Nun ja, jetzt lassen wir mal ein bisschen weiterbauen. Also ich baue weiter, ihr könnt zugucken, wenn ihr das möchtet. Also. Und weiter geht's bei mir mit den spannten Brettern. Die schneide ich aus meiner alten Grundplatte raus. Und zuerst hatte ich mir überlegt, ob ich Viertelkreise aussäge. Die Grundplatte ist aber so groß, dass ich 4 Halbkreise draus sägen kann. Ich hätte 9 Viertelkreise hingekriegt. Ich brauche aber insgesamt 11 Viertelkreise. Das heißt, ich muss mir eh Holz für 3 Viertelkreise noch kaufen. Und da immer 2 Viertelkreise
auf ein Normbrett passen, kann ich auch aus dem großen Brett hier Halbkreise aussägen. So, hier sitze ich also und schnirgel die ganzen Teile für meinen Kreiswendel ab. Das ist wichtig, ich will mir ja schließlich beim Einbauen und so keine Spreißel holen. Und ich finde es einfach, das bisschen Arbeit lohnt sich, das zu machen. Genau, so sitze ich hier und schnirgel es ab. Bei den kleinen Stücken hier ist es eigentlich relativ einfach. Bei dem großen Teil hier ist es natürlich weitaus schwieriger, das alles abzuschmirkeln, weil das ist halt einfach super sperrig, das Teil. Aber ich mache es natürlich trotzdem. Ich habe mir jetzt auch beim Aussägen nicht die totale Mühe gegeben. Das heißt, die Radien, die ich hier gesägt habe, sind zwar schon die richtigen, aber das ist jetzt nicht super gerade geworden. Man sieht es hier, so eine kleine Delle drin, aber das macht eigentlich nichts, wenn es eingebaut ist. Ich habe eh einen relativ breiten Rand gelassen bei meinem Kreiswendel hier, damit ich, wenn ich dann irgendwann mal vielleicht einen Unfall oder irgendwas habe auf dem Kreiswendel und irgendeine Lok umkippt oder ein Waggon oder sonst irgendwas, dass der nicht gleich ganz runterfällt, sondern dass der hier auf der Seite auf dem Brett noch liegen bleiben kann. Oder wenn ich irgendwas mache oder da irgendwas schiefgelaufen ist, dass ich dann einen Wagen auch nebendran, neben die Gleise stellen kann. Und ich brauche keine extra Aussparungen für die Stangen. Ich mache das ja mit Gewindestangen. Wenn die Wagen um die Kurve fahren, muss man natürlich das Lichtraumprofil einhalten. Dementsprechend brauche ich da eh einen gewissen Abstand. Und ich habe mir überlegt, ob ich so Nasen reinmachen soll jedes Mal und es relativ knapp abschneiden. Was ich nicht machen wollte, ist ein Brett drunter machen, auf dem ich dann hier das Fahrbrett drauflege. Weil wenn ich das mache, dann bedeutet es natürlich, dass meine ganze Kreiswendelkonstruktion höher sein muss, weil ja das Brett insgesamt breiter ist, wenn ich da noch ein zweites Brett drunter habe. Und das wollte ich eben vermeiden, damit ich halt einen möglichst schmalen, geschmeidigen Kreiswendel habe, bei dem der Steigungswinkel nicht so hoch ist. Und bei der Auffahrt ist der, glaube ich, so um die 2,5%. Das ist eigentlich okay. Damit kann man arbeiten. Bei der Abfahrt ist er ein bisschen höher dann natürlich. Ich schmirgel auf jeden Fall jetzt mal weiter, damit ich das ganze Zeug einbauen kann. Und nebenher gucke ich einen Film. Den habe ich jetzt natürlich für die Aufnahme hier kurz ausgemacht, damit ich keine Probleme kriege. Am Schloss Bran habe ich natürlich auch weitergebaut. Und als erste Änderung bei dem vierten und fünften Gebäudeteil mache ich im untersten Stockwerk keine Beleuchtung rein. Da sind zwar laut Anleitung Fenster und auch Beleuchtung, da werde ich aber später Felsen drüber bauen. Weil ich habe mir vorgenommen, den Felsverlauf ähnlich wie beim Original zu machen. Und da ist im untersten Stockwerk auf dieser Seite einfach Felsen, wo die Fenster sind. Die Fenster wurden bei dem Modell noch dazu eingefügt, damit man das auch auf einen flachen Untergrund stellen kann. Wie gesagt, ich modelliere da aber Felsen hin. Dementsprechend brauche ich keine Fensterbeleuchtung. Und die Fenster und die Beleuchtungsmaske, die dafür da ist, habe ich auch weggelassen. Die Beleuchtungsmaske für die oberen Stockwerke kommt aber auf jeden Fall rein. Und in die Beleuchtungsmaske für die oberen Stockwerke kommen natürlich auch wieder jede Menge LEDs rein. Die werden durch Trennwände voneinander getrennt und die mache ich aus Tonpappe. So wie ich auch hier an die Außenwände des Gebäudes innen Tonpappe reingeklebt habe. Und so sieht der Fortschritt für dieses Mal aus. So, das war's schon wieder mit meinem Flo-Spezial aus dem Urlaub. Wenn es euch gefallen hat, dann guckt doch das nächste Mal wieder rein. Wenn es heißt, herzlich willkommen bei Florian von Flo fährt. Für die nächsten paar Tage werde ich wahrscheinlich eher nichts senden, weil ich ja jetzt hier weiter Urlaub mache und nicht groß weiterarbeite an meiner Anlage. Aber irgendwann heißt es dann wieder herzlich willkommen bei Florian von Flo fährt und dann könnt ihr auch wieder einschalten. Bis dahin, ciao aus dem Urlaub.